violence is, I do not think, appropriate method. Er ist ein spiritueller Wegweiser, ein weltweiter Botschafter des Friedens, die Hauptfigur in einem Hollywood-Blockbuster und vielleicht der letzte seiner Art. Der Dalai Lama ist eine Art Popstar, aber seit ein paar Jahren ist es ruhig um ihn geworden. Dabei hängt die Zukunft Tibets maßgeblich von ihm ab. Was passiert, wenn der 14. Dalai Lama einmal nicht mehr ist? Charlotte Horn, Korrespondentin im ARD-Studio Neu-Delhi, hat ihn getroffen und erzählt uns, warum es durchaus sein könnte, dass es nach ihm keinen neuen Dalai Lama geben wird und wie China versucht, die Kultur Tibets endgültig auszuradieren. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Mich hört immer dann, wenn Viktoria mal nicht kann. Heute ist Montag, der 28. Oktober. Hallo Charlotte. Hallo Benedikt. Charlotte, du hast den Dalai Lama selbst besucht. Wie muss man sich eigentlich so einen Besuch beim Dalai Lama vorstellen? Nimm uns mal mit. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind in Mekloid Ganj. Das ist ja der Sitz des Dalai Lama, seiner Heiligkeit. So ein kleiner Ort in den Bergen oberhalb von Dharamsala in Nordindien. Also so sind so die ersten Hänge des Himalaya-Gebirges. Und dort ist eben seine Residenz. Und man muss sich vorstellen, dieser Ort ist relativ klein. Es gibt so eine Hauptstraße und überall sind Häuser. Also alles drängt sich so sehr zusammen. Und dann, wenn man aber aussteigt aus dem Auto und dann da schon hochläuft zu dem Kloster und dann auch zu der Residenz des Dalai Lama, wird es immer ruhiger und man hört auch so aus der Ferne Gesänge, so Mönchsgesänge. Und ich war da an einem Montagmorgen und man merkte schon, dass es so eine besondere Stimmung lag in der Luft. Also so diese, so eine Erwartungshaltung, weil ich da mit sehr vielen Menschen hochgelaufen bin. Ein Helfer hat mir gesagt, um die 500 Menschen. Der Dalai Lama ist das religiöse, das spirituelle Oberhaupt des tibetischen Buddhismus. Und das Besondere ist ja, er wird durch die Reinkarnation bestimmt, also durch die Wiedergeburt. Wenn also der frühere Dalai Lama verstirbt, dann wird der dann wiederum wiedergeboren in dem nächsten Dalai Lama. Also man könnte fast sagen, er ist so der Papst des tibetischen Buddhismus. Und es war dann so, dass ich erstmal in so einem Raum geführt wurde. Und das war so besonders, weil ich dann aus einem Fenster quasi dieses Spektakel, muss man es fast nennen, beobachtet habe. Der Dalai Lama ist in einem Golfkart zu seinem Platz gefahren worden. Also er hat dann da so einen Bürostuhl, muss man fast sagen, also so einen Drehstuhl, der sehr gepolstert ist. Und er wurde dann gestützt, weil er ist ja wirklich auch schon sehr betagt. Zu dem Zeitpunkt war er 88 Jahre alt, als ich ihn gesehen habe. Und überall um diese ganze Szene standen auch Sicherheitsmenschen. Also da waren auch bewaffnete Sicherheitsleute, die eben darauf achten, dass diese Audienz wirklich genauso ablaufen kann, wie sie ablaufen soll. Was ging dir da durch den Kopf, als du auf diese Audienz gewartet hast? Also ich war gespannt, ob es überhaupt dazu kommt, zu dieser Begegnung, ob ich ihn wirklich treffen werde. Und ich war auch gespannt, wie ich das Ganze so empfinde, weil das ist ja einfach eine Person, die kennt man weltweit. Das ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten. Und ich war gespannt darauf, wie es dieser Moment so wird, ihn so kurz zu treffen. Ich selber hatte ihn erlebt, glaube ich, vor 20 Jahren mal in der Waldbühne in Berlin vor einfach tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern. Also er hat ja mal ganze Stadien gefüllt. Er war in der Welt unterwegs, hat Vorträge gehalten. Das ist schon so ein Popstar, gell? Auch im Westen. Also wenn man auch auf die Lebensgeschichte schaut, so all over the place. US-Präsident Obama empfängt heute im Weißen Haus den Dalai Lama. Im Vorfeld sagt Bundeskanzlerin Merkel hat sich über massive Proteste der chinesischen Regierung hinweggesetzt und heute den Dalai Lama empfangen. Papst Johannes Paul II. Und das Oberhaupt der Buddhisten in Tibet, der Dalai Lama, haben heute nach einem Gespräch in Neu-Delhi zum Frieden in der Welt aufgerufen. Und alles hat er begonnen mit seiner Lebensgeschichte, dass er ja als kleiner Junge im Alter von 2 Jahren, da wurde er ja erkannt als die Wiedergeburt des vorherigen Dalai Lama im Nordosten von Tibet und dann diese Geschichte, dass er eben das religiöse Oberhaupt wurde, der Tibeter im Alter von gerade mal 4,5 Jahren und dann eben sein langer Kampf, sein Einsatz für Gewaltfreiheit. Er predigt ja auch immer diese buddhistische Philosophie, diese Botschaften von Frieden, von Mitgefühl. Den Friedensnobelpreis erhält in diesem Jahr der Dalai Lama. Und der Höhepunkt war dann ja wirklich, dass er den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und das war, glaube ich, dann wirklich der Punkt, wo auch wirklich die ganze Welt wusste, wer ist der Dalai Lama. Und er fällt
fällt natürlich auch auf. Ne? Es ist dieser freundliche Mensch mit der Brille, wo alle immer gesagt haben, die ihm begegnet sind, dass er dieses unglaubliche Lachen hat. Also dieses fast so einen kindlichen Witz, so eine kindliche Neugierde. Und ich glaube, so richtig zum Popstar wurde er dann wirklich mit dieser Hollywood-Verfilmung von diesem Film 7 Jahre in Tibet mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Deswegen ja eine sehr aufgeladene Person. Eine ziemlich aufgeladene Person, sagst du, so eine Art Popstar, zu dem du dann nach Nordindien gefahren bist. Du läufst da den Berg hoch, wartest dann ewig lang in dieser großen Menge und dann triffst du ihn gleich. Wie war das? Es ging so ganz schnell. Es waren so wenige Sekunden. Es war dann so, vor mir war jemand, da hatte ich schon beobachtet, der hatte ihm die Hand gegeben. Und dann kam ich auf einmal dran. Und was macht man, wenn man so einer bekannten, berühmten Person gegenübersteht? Und es war dann so, dass ich ihm die Hand gegeben habe und ihm einfach zugelächelt habe. Man konnte auch gar nicht so groß mit ihm sprechen. Ich habe gemerkt, er hat mich angeschaut, aber nicht wirklich. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, er war in dem Moment irgendwo anders. Das heißt, es war dann auch noch so, dass sein Assistent, der hat sehr vermittelt zwischen mir und ihm und meinte zu mir so, which country, also auf Englisch, so aus welchem Land ich denn komme. Und dann habe ich gesagt, Deutschland. Und es wäre übertrieben, wenn ich jetzt sagen würde, der Dalai Lama hat mir auch zugelächelt. Ich habe ihm einfach angemerkt, er wirkte einfach sehr müde und auch schon ein Stück weit geschafft, weil ich kam nach einer Stunde quasi zu ihm, wo er einfach ja mehr als 500 Menschen genau auch die Hand geschüttelt hatte oder die gesegnet hatte. Es war auch ein bisschen gemischt mit so einem Stück weit Mitgefühl oder auch Mitleid, dass ich mir dachte, ja, das ist einfach ein alter Mann. Warum muss der hier noch so sitzen? Und ich habe auch meine eigene Rolle in Frage gestellt. Warum muss ich ihm jetzt auch Hallo sagen oder ihn begrüßen? Warum will ich ihn denn treffen? Wäre es nicht besser für ihn, wenn er einfach sich zurückziehen darf und eben nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht? Und dann war es auch schon wieder vorbei. Der Dalai Lama ist ja jetzt auch schon 89 Jahre mittlerweile und in den letzten Jahren ist es schon so ein bisschen ruhiger um ihn geworden, kann man so sagen, oder? Ja, tatsächlich. Also er ist tatsächlich ruhiger geworden und er ist ja noch viel rumgereist, war immer sehr aktiv in der Welt, hat sich weltweit eingesetzt, hat Vorträge gehalten. Und es ist aber jetzt schon so, das haben ja auch dort in McLeod-Ganj Menschen bestätigt, auch ein Mönch, der lange Zeit sein persönlicher Assistent war. Und der meinte einfach, dass allein die Corona-Pandemie, diese lange Isolation, seinen Gesundheitszustand doch sehr verschlechtert hat, weil er einfach ein Mensch ist, der sehr durch diese sozialen Kontakte gelebt hat und immer noch lebt, dass ihm das Energie gibt und das aber eben diese lange Zeit in Isolation eben wirklich seinen Gesundheitszustand verschlechtert hat. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er sein letztes offizielles Interview vor 5 Jahren gegeben hat. Bei dir war das ja auch kein Interview, sondern eher so Shake Hands, Hallo sagen, sich mal sehen. Der Dalai Lama hatte ja zuletzt auch wirklich negative Schlagzeilen. Ich erinnere mich noch grob an eine Kontroverse aus dem letzten Jahr. Was ist da genau passiert? Und zwar war es so, dass im vergangenen April auf einmal Videos auftauchten von einem Event, einer Veranstaltung, die schon einige Monate vorher war. Und da war es so, das war eine Veranstaltung, auch eine Art Audienz, die er abgehalten hatte. Und auf den Videoaufnahmen sieht man, wie er mit einem kleinen Jungen auf der Bühne steht, was wohl sehr üblich ist, dass natürlich einzelne Menschen zu ihm kommen dürfen. Und dann hat der kleine Junge ihn gefragt, ob er ihn umarmen kann. Und dann gab es eben diesen Vorfall, dass er gesagt hat, dass er ihm die Zunge rausgestreckt hat und dann den Jungen aufgefordert hat, daran zu lutschen. Und das hört man eben auch, dieses Suck my tongue. Er hat es auch auf Englisch gesagt. And suck my tongue. Und das wurde sofort in den sozialen Medien natürlich wahnsinnig kritisiert. Der Dalai Lama wurde relativ schnell als pervers dargestellt, als pädophil. Und gleichzeitig gab es aber dann von den Tibeterinnen und Tibetern eben ganz viele Aussagen, die den Dalai Lama im Prinzip verteidigt haben, die gesagt haben, bei dieser Geste handelt es sich um eine traditionelle tibetische Geste. Das sei ein Brauch, die Zunge rauszustrecken, auch wenn zum Beispiel Großeltern ihre Enkel füttern und dann sagen sie irgendwann, ich habe nichts mehr und strecken die Zunge raus. Dalai Lama. If he could give him a hug. Die tibetische Exilregierung, die sah sich dann auch zu einem Statement gezwungen und in diesem Statement, das hat dann ein Sprecher verlesen, hat der Dalai Lama im Prinzip entschuldigt dafür, dass er vielleicht Gefühle verletzt hat von Menschen, die das gesehen haben. Und es sah nach einem großen Skandal aus.
Und viele vermuten aber eben dahinter, dass es eine Schmutzkampagne aus China ist. Und dass eben China ganz klar versucht, den Dalai Lama zu diskreditieren, gerade im Westen. Aber natürlich kann man auch eigentlich sagen, der Dalai Lama weiß um die Öffentlichkeit, er weiß um Bilder und dass man sowas einfach nicht machen kann. Und das ist halt genau die Frage, wie geht es ihm wirklich? Weil das haben eben auch dann viele in Frage gestellt. Seine geistigen Fähigkeiten, nimmt er vielleicht gerade ein bisschen ab geistig, dass er das nicht mehr wahrgenommen hat. Und ich glaube eben, dass das auch ein Grund ist, warum auch sein Team, sein Kreis um ihn, ihn jetzt wahrscheinlich sehr schützt, nicht nochmal so einen Fehler zu begehen und deswegen auch überhaupt keine Interviews mehr zu geben. Charlotte, sag mal, bei dieser Audienz, hast du da bei den tibetischen Besuchern und Besuchern um dich rum wahrgenommen, dass die da vielleicht eigentlich auch so einen alten Mann sitzen sehen, der ja vielleicht wirklich am Ende seiner Kräfte auch ist? Ich habe tatsächlich beobachtet bei den Tibeterinnen und Tibetern, für die das natürlich ganz anders emotional aufgeladen ist, wenn man damit groß wächst, dass überall der Dalai Lama als Porträt in der Wohnung hängt, auch in jedem Laden, neben Kiosk, Café, überall hängt er als so strahlende Figur. Und wenn man vor ihm steht, dann leibhaftig quasi, dann ist das natürlich ein ganz anderer emotionaler Moment und eine Verbundenheit. Und da es war schon viele, die ich beobachtet habe, die in Tränen ausgebrochen sind, die ihn teilweise gar nicht gewagt haben anzuschauen, weil eigentlich ist es üblich, dass man ihn nicht anschaut, auch nicht berührt, weil er ja quasi gottgleich ist. Und für viele war es sehr emotional. Ich habe dann auch direkt danach habe ich mit einer jungen Mutter gesprochen, die hatte auch so ein traditionelles tibetisches Wickelkleid an und ihre 10 Monate alte Tochter im Arm. Und du merktest ihr an, die war so ganz ergriffen, dass sie eben seine Heiligkeit, wie sie ihn ja nennen, His Holiness, getroffen hat. Ja, it was quite an experience. Yeah. Ja, actually, we got the audience after 8 years. After 8 years. Yeah. Ah, okay. Und ich habe sie dann gefragt, wie es für sie war. And how was the moment with the Dalai Lama? How did you feel? It was magical. It was magical. Sie hat 8 Jahre lang auf diese Audienz gewartet und es war einfach magisch. Wirklich? Ja, ich habe einfach dieser Mutter angemerkt und auch so vielen anderen, wie wichtig der Dalai Lama für sie alle ist. Manche gehen auch so weit, dass sie sagen, die Zukunft von Tibet hängt tatsächlich von ihm, von dem Dalai Lama ab. Warum genau ist der Dalai Lama für die Menschen in Tibet weiterhin so wichtig? Mit je mehr Menschen ich gesprochen habe, auch mit jüngeren Tibeterinnen und Tibetern, desto mehr habe ich verstanden, was für eine wichtige Symbolfigur er für sie ist. Also ich habe auch mit einer jungen Frau gesprochen, die erzählt hat, ja, ihre Großeltern sind aus Tibet damals geflohen und sie fühlt sich aber immer noch als Tibeterin. Everybody seek his guidance and he is like a ray of light for us through the dark period. Sie hat mir erzählt, ja, der Dalai Lama sei ja das spirituelle Oberhaupt und jeder würde seinen Rat suchen und er sei wie ein Lichtstrahl in dieser dunklen Zeit. Und ich finde, das sagt schon sehr viel aus, dass auch selbst die jüngere Generation ihn so hochhält. Und da habe ich verstanden, dass alle Tibeterinnen und Tibeter so ihre Hoffnung in diesen Dalai Lama setzen. Weil diese Hoffnung natürlich damit verknüpft ist, dass er sich für ihre Sache einsetzt, für ein Tibet, was unabhängiger hoffentlich wieder wird von China, weil ja einfach China es seit Jahrzehnten besetzt hält. China ist 1950 einmarschiert in Tibet und wenn man sich das auch auf der Karte anschaut, muss man sich klar machen, Tibet ist fast ein Viertel von China. Also es ist wahnsinnig groß. Es grenzt an Nepal, Bhutan und auch an Indien und liegt natürlich im Himalaya, also das Dach der Welt. Und die Chinesen hatten offenbar sehr Interesse, ins Himalaya-Gebirge vorzudringen. Tibet wird auch so ein bisschen genannt der Wasserturm von Südasien. Also da entspringen einfach sehr viele große Flüsse. Und es ist jetzt schon so, dass China Dämme baut, auch teilweise Flüsse umlenkt und dass es China vor allem auch um Ressourcen ging. Also zum Beispiel inzwischen hat man da wohl Lithium gefunden, was ja wahnsinnig wichtig ist, zum Beispiel zum Bau von Elektrofahrzeugen. Und damals, eben 1950, ging es um die Deutungshoheit, weil die Chinesen gesagt haben, Tibet gehörte schon immer zu uns, das behaupten sie immer noch. Wir wollen nicht, dass Tibet unabhängig ist und die Chinesen sind da eben einmarschiert. Die Tibeter haben das versucht, in einem Aufstand 1959 niederzuschlagen, aber hatten überhaupt keine Chance gegen diese Übermacht China. Und seitdem halten die Chinesen das, also so würden die Tibeter es ausdrücken, seitdem halten die Chinesen Tibet besetzt.
Und der Dalai Lama und auch die tibetische Community haben eben jahrelang ein freies Tibet gefordert, also die komplette Unabhängigkeit von China. Aber inzwischen hat sich das auch gewandelt, weil der Dalai Lama auch wohl erkannt hat, es scheint einfach aussichtslos, dass China Tibet einfach wieder so hergibt und sich zurückzieht. Seit Jahrzehnten ist es ja einfach schon jetzt der Status quo, dass dort die Chinesen herrschen und Tibet besetzt halten. Und inzwischen ist es so, dass der Dalai Lama einen Mittelweg propagiert, also mehr Unabhängigkeit von China, aber mehr so im Sinne von einer kulturellen Autonomie. Sag mal, und China sieht in Dalai Lama wirklich auch bis heute noch einen Feind in so einem 89-jährigen Mann oder wie ist da das Verhältnis? Genau, man könnte ja annehmen, dass die Chinesen sagen, naja, der Dalai Lama sei ja nur ein religiöser Führer, aber sie sehen ihn tatsächlich als Separatisten. Und deswegen ist es eben so, in Tibet ist es verboten, ein Bild des Dalai Lama zu Hause zu haben, weil er eben als Separatist angesehen wird. Ich habe auch mit einer jungen Geflüchteten gesprochen, mit einer Frau, die vor Jahren aus Tibet geflohen ist. Und der ist eben genau so etwas passiert. Sie hat mir erzählt, sie wollte nur ein Porträt des Dalai Lama ausdrucken in einem Laden in Tibet. Und als sie dann wieder auf die Straße gekommen ist, da stand schon die chinesische Polizei vor ihr. Und sie wurde dann direkt verhaftet, das muss man sich mal vorstellen, einfach nur, weil sie ein Porträt vom Dalai Lama ausgedruckt hat. Und die Polizisten haben mir dann wohl gesagt, ja, der Dalai Lama, der sei ja ein Separatist und sie dürfe seinen Namen nicht aussprechen und schon gar nicht ein Foto von ihm besitzen. Und sie musste dann tatsächlich 20 Tage ins Gefängnis. Und danach hat sie sich dann entschieden, das war einfach so ein Einschnitt für sie, dass sie es nicht länger aushält in Tibet. Und sie ist dann zu Fuß geflohen über die Berge, erst nach Nepal und dann schließlich nach Indien. Und daran merkt man ja, wie sehr die chinesische Seite auch diese Figur des Dalai Lama auflädt, symbolisch. Es ist so, als wenn der Dalai Lama eben total verknüpft ist mit der Vision eines freien Tibets. Und daran haben die Chinesen kein Interesse. Und deswegen versuchen sie, alles, was irgendwie mit dem Dalai Lama zu tun hat, in Verruf zu bringen, ihn zu diskreditieren. Und im Prinzip versuchen sie, dass auch die nächste Generation der Tibeter ihn komplett vergisst. Weil was es nämlich auch inzwischen gibt, ist wahnsinnige Einschränkungen des kulturellen Lebens der Tibeter. Das heißt zum Beispiel, tibetische Familien müssen ihre Kinder in Internate schicken. Das heißt, es ist natürlich ein cleverer Schachzug der Chinesen, weil dort lernen sie vor allem Chinesisch, Mandarin und vergessen dann vielleicht, wenn sie zurückkommen, Tibetisch, also ihre eigene Muttersprache. Also so eine Umerziehung, ja? Genau, komplett. Das heißt, China versucht alles daran zu setzen, die Kultur, die Sprache der Tibeter auszulöschen. So hart muss man es sagen. Es geht also wirklich um die Existenz der Tibeterinnen und Tibeter. Welche Rolle spielt da der Dalai Lama? Er ist ja religiöser Führer Tibets. Er war aber auch lange Zeit politisches Oberhaupt. Normalerweise wird man als Dalai Lama erst so im Alter von 20 Jahren, glaube ich, das politische Oberhaupt. Aber im Falle von diesem war es so, als dann die Chinesen einmarschiert sind, ist er schon mit 15 Jahren eben das politische Oberhaupt geworden, weil die Tibeter erkannt haben, wir brauchen jetzt auch einen politischen Führer. Und deswegen hatte er diese Rolle so lange inne und die hat er aber eben 2011 abgegeben. Und die politischen Geschäfte führt jetzt der Sikyong, heißt das. Das ist der Präsident der tibetischen Exilregierung. Die ist eben auch seit 1960 gibt, weil seitdem gibt es auch ein tibetisches Parlament im Exil, die sich eben um alle Belange der Exil-Tibeter kümmern. Da kommt dann wieder China ins Spiel, denn diese tibetische Regierung, die sitzt ja wie der Dalai Lama auch im Exil in Nordindien. China erkennt diese Regierung nicht an, weil für die chinesische Regierung ist es eben so, Tibet ist Teil von China. Viel Macht hat die Exilregierung also nicht. Wie ist sie denn insgesamt so aufgestellt? Also ich habe darüber auch mit Carsten Klein gesprochen von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Neu-Delhi. Die FDP-nahe Stiftung, die sich für Freiheit und liberale Demokratie einsetzt. Ich bin der Auffassung, dass die sehr, sehr gut aufgestellte tibetische Regierung im Exil die Dinge sehr gut im Griff hat. Es gibt 7 Ministerien, es gibt ein Parlament, es gibt ein Verfassungsgerichtshof, ähnliches Gebilde, es gibt einen Rechnungshof, es gibt ein eigenes Gesundheitssystem, ein eigenes Schulsystem und so weiter und so fort. Und das wird natürlich sehr stark durch den Dalai Lama und seine Worte, Predigten und so weiter geprägt.
Aber natürlich ist er immer noch so eine Symbolfigur. Er zieht weltweit Menschen an. Also es gibt viele westliche Touristen, die natürlich dorthin kommen, die bringen Geld. Es gibt Spendengelder aus der ganzen Welt, die der Dalai Lama bekommt und die er dann zu 90% der Exilregierung zur Verfügung stellt. Und das ist auch so ein bisschen die Sorge, dass wenn die Institution des Dalai Lama enden sollte, dass auch dann die weltweite Solidarität für Tibet, für die Sache abnehmen könnte. Und das wäre natürlich dann wiederum negativ für die Exilregierung und politisch betrachtet für die Zukunft von einer möglichen Autonomie Tibets von China. Die Zukunft ist ja in gewisser Weise ungewiss. Der Dalai Lama ist schon relativ alt, 89 Jahre. Wie geht's denn jetzt weiter? Also was wird passieren, wenn er einmal nicht mehr ist? Ja, also er hat selber schon darüber gesprochen und hat eben gesagt, die Tibeter sollen selbst entscheiden, ob sie wollen, dass diese Institution des Dalai Lama fortgeführt wird oder nicht. Also er hat gesagt, naja, der tibetische Buddhismus, der sei ja nicht abhängig von einem einzelnen Menschen. Und es ist so, dass er im nächsten Jahr 90 Jahre alt wird und im Prinzip steht dann so eine Entscheidung an, dass die Tibeter, also dann repräsentiert von den Vertretern der Regierung und auch von den religiösen Vertretern, werden sie sich dann zusammensetzen und darüber beratschlagen. Und es sieht für mich zumindest sehr danach aus, dass die Tibeter, alle mit denen ich gesprochen habe, sagen, wir wollen, dass es auch einen 15. Dalai Lama gibt. Und dann wird das natürlich sehr spannend, welche Details denn der jetzige Dalai Lama geben wird über seine Wiedergeburt, weil das ist natürlich auch sowas, was so ein bisschen jenseits unserer Vorstellung liegt, wie er denn jetzt wissen kann, wo er denn wiedergeboren wird. Also der jetzige Dalai Lama gibt zu Lebzeiten Tipps, wo der neue Dalai Lama leben könnte und wie genau erkennt man ihn dann? Genau, ich habe das auch nochmal nachgelesen in der Biografie des jetzigen Dalai Lama und es ist wirklich spannend, weil es gibt zum Beispiel einen Minister quasi, den es auch jetzt gibt, das ist so das Staatsorakel. Das ist so quasi wie so ein Astrologe, der Dinge vorhersieht. Und es war auch im letzten Fall so, dass das Staatsorakel schon wusste, ja, der nächste Dalai Lama wird im Nordosten leben oder wir werden ihn im Nordosten finden. Es gab interessante Wolkenformationen im Norden, im Nordosten von Lhasa. Das heißt, Menschen haben gedacht, ah, dort in der Region müssen wir suchen. Dann zum Beispiel war es wohl so, dass der Leichnam des 13. Dalai Lama, der war so aufgebahrt, der saß aufrecht und der Kopf schaute nach Süden. Und einige Tage später schaute dieser Kopf plötzlich nach Nordosten. Also es gibt all diese Details, die man in Frage stellen kann, aber an die die Tibeter glauben. Also es ist quasi so ein Prozess, verstehe ich, nicht so Geschäftsordnung des Bundestages, so und so wird abgestimmt, sondern eher so ein spiritueller Prozess. Genau, absolut. Es ist ein spiritueller Prozess, der natürlich damals, 1935 ist der jetzige Dalai Lama geboren, das war also in den 30ern, da folgte man genau diesem Prozedere, aber die nächste Wiedergeburt des Dalai Lama, wenn es denn dazu kommt, wird natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen stattfinden. Und man muss sich klar machen, das ist dann ein kleiner Junge oder möglicherweise auch ein kleines Mädchen. Das hat der Dalai Lama auch immer gesagt. Vielleicht wird er ja auch als Frau wiedergeboren, man weiß es nicht. Aber die Frage ist eben, was hat es für Konsequenzen für die Tibeterinnen und Tibeter und ihr Kampf um die Autonomie? Und das wird definitiv ein großer Einschnitt natürlich werden. Und ja, da ist wirklich die Frage, wie es weitergeht. Charlotte, und du hast gesagt, China sieht ihn eben nicht als religiöse Figur, sondern weiterhin als politische Figur, als Feind von China. Und wahrscheinlich wird die chinesische Regierung insofern auch versuchen, ja, zu verhindern, dass es so einen neuen Dalai Lama gibt, richtig? Genau. Sie haben das nämlich schon versucht im Fall von dem Panchen Lama. Das ist die zweitwichtigste Figur im tibetischen Buddhismus, quasi so der Art Stellvertreter des Dalai Lama. Und die haben diesen Panchen Lama als 6-jähriges Kind vor fast 30 Jahren entführt in Tibet. Und der ist seitdem nie mehr gesehen worden. Und sie haben dann einen neuen Panchen Lama intronisiert, wenn man so will, bestimmt. Und haben dann schon mit dem versucht, die Geschicke von Tibet zu lenken. Aber niemand akzeptiert den wirklich. Und man kann davon ausgehen, dass sobald der jetzige Dalai Lama verstirbt, dass China auf einmal behaupten wird, hier, wir haben die Reinkarnation gefunden, weil China absolut kein Interesse hat, dass die tibetische Community selbst wieder einen Dalai Lama bestimmt, sondern China will den nächsten Dalai Lama bestimmen, weil sie eben die Deutungshoheit haben wollen. Und das ist eben die große Sorge der Tibeter, auch wenn alle wissen, die Tibeter werden niemals einen Dalai Lama akzeptieren werden, den China bestimmt hat. Ich finde es interessant, dass China weiterhin quasi so sich so reibt am Dalai Lama und den als Gefahr auch wahrnimmt. Du hattest aber gesagt, er ist eigentlich gar nicht mehr so hart separatistisch positioniert in dieser Frage, in dieser Tibet-Frage.
Genau, inzwischen sagt er eben nicht mehr, dass er sich für ein freies Tibet einsetzt. Also es gab ja auch wahnsinnig viele weltweit Gruppen, die, oder gibt es immer noch, die sagen Free Tibet und die sich dafür einsetzen. Inzwischen sagt er eben, wir müssen einen Mittelweg versuchen, weil er eben sehr an ja, Dialog glaubt und er setzt sich ja für Gewaltfreiheit ein und sagt, Gewalt ist keine Lösung. Und deswegen propagiert er eben diesen Mittelweg und sagt eben, wir Tibeter brauchen im Prinzip das Recht, unserer eigenen Kultur nachzugehen. Da geht es ja auch um Musik zum Beispiel. Das habe ich selbst erlebt in McLeod Gansch. Da singen sie zum Beispiel immer ihre Nationalhymne, die sie immer noch haben, ihre Singlieder, üben Tänze ein, auch mit der jüngeren Generation und versuchen wirklich, ihre Kultur am Leben zu erhalten, auch im Exil. Und der Dalai Lama sagt eben, das ist so seine Vision, dass es doch möglich sein muss, immer noch Teil von China zu sein, aber eben autonomer zu sein. Das hat Carsten Klein zum Beispiel auch als kulturelle Autonomie bezeichnet. Der Gestalt, dass eben bestimmte Aufgabenbereiche wie zum Beispiel Religion, Kultur, Schulen, Gesundheitswesen bei der Autonomie bleiben, die dann auch in tibetischer Hand wäre. Und aber Themen wie zum Beispiel Militär, Außenpolitik, Sicherheitspolitik in die Hände der chinesischen Regierung gelegt würde. Charlotte, ein Blick nochmal in die Zukunft. Wie geht's in Tibet in Sachen Dalai Lama weiter? Also zunächst müssen ja eben im kommenden Jahr die Tibeterinnen und Tibeter im Exil entscheiden, wollen sie einen nächsten Dalai Lama oder nicht? Und wenn sie einen wollen, dann wird es spannend, was passiert, wenn der jetzige Dalai Lama tatsächlich irgendwann verstirbt, wo es diesen 15. Dalai Lama geben wird. Das wird ja mutmaßlich dann auch ein kleines Kind sein. Das heißt einfach alles, diese Gemengelage wird definitiv extreme Auswirkungen haben auf das Verhältnis zwischen China und Tibet und auch die Frage, ob es überhaupt zu irgendeiner Autonomiebestrebung kommen kann von Tibet. Es wird sich definitiv ändern, weil ja einfach der 14. Dalai Lama so eine Legende hinterlassen wird, so bekannt war in der Welt, dass es ein wahnsinniger Einschnitt werden wird, weil zumindest für eine gewisse Zeit werden die Tibeter erstmal keine so eine Führungsfigur wieder haben. Und was ist deine Einschätzung? Braucht Tibet einen neuen Dalai Lama, eine neue Dalai Lama oder nicht? Ich glaube, es wird ihnen helfen, auch weiter eben für ihre Sache zu kämpfen, wenn sie diese Figur haben, hinter der sie sich vereinen. Und dafür ist der Dalai Lama unerlässlich, meiner Meinung nach. Auch wenn China alles versucht, diese Geschichte um den Dalai Lama, auch die tibetische Kultur wirklich auszulöschen. Charlotte, vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Charlotte Horn aus dem ARD-Studio Neu-Delhi hat uns in dieser Folge mit nach Tibet genommen. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck, Produktion Laura Picciano, Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Elfgeim ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Tschüss, macht's gut. Aber noch nicht ganz abschalten, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Es gibt ja diese berühmten Worte, nichts ist beständiger als der Wandel. Aber, ihr kennt das alle, Veränderungen können natürlich auch Angst machen und sie können nerven und uns erschöpfen. Wie viel Veränderung schaffen wir eigentlich? Das hat sich der Quarks Daily Podcast gefragt und eine ganze Folge zu dem Thema gemacht. Da geht es zum Beispiel darum, in welcher Zeit wir uns im Laufe unseres Lebens am stärksten verändern und was unser Selbstbild mit unserer Veränderungsbereitschaft zu tun hat. Wenn ihr wollt, hört mal rein. Den Link gibt's in den Shownotes.